Ich hatte Anfang des Jahres irgendwie nur eigentlich eine Ausstellung geplant, aber dann sind doch noch viel mehr Sachen wieder nebenbei entstanden. Die Ausstellung in Potsdam, das ist auch ein super riesengroßer Ausstellungsraum gewesen mit einer riesen Glasfassade nach außen. Und da hatten wir ja gleich die Idee, da so eine LED-Wand reinzubauen. Die Ausstellung hieß Street Fighter und so habe ich auch ein Bild betitelt, was das Titelbild auch der Ausstellung war. Amsterdam, das war über Galerie Lachenmann in Frankfurt und Konstanz. Ende des Jahres waren die noch in Amsterdam, in so einer alten, das ist praktisch ein altes Gefängnis gewesen. Es war wirklich sehr interessant, sehr rough. Deswegen bin ich auch selber da noch hingefahren und habe es mir dann alles noch angeguckt, weil das erste Mal Holland und Amsterdam und so weiter. Hat schon Spaß gemacht. Ja. Ganz am Anfang des Jahres war ich ja mit Till Lindemann sozusagen eingeladen. Da hat er mich ja nach Tel Aviv mitgenommen und zu seinem Konzert dort und dann noch nach Dubai. Und dort hat er dann praktisch auch noch von seinen ganzen Freunden ein Bild von mir sich schenken lassen. Und dann kam aber danach dann schon der Krieg. Und dann habe ich mit Till dann zusammen überlegt, dass wir dafür nochmal eine Auktionsgeschichte machen. Für einen guten Zweck sozusagen für die Ukraine. Dieses Jahr hatten die Bachwochen von mir ein Logo designt bekommen. Anlässlich dann natürlich von diesem Ukraine-Konflikt habe ich ein Live-Painting gemacht. Und danach konnte man da das versteigern und ist auch hier in Erfurt tatsächlich bei guten Sammlerfreunden in Erfurt geblieben. Ach so, und da hatte ich mir ja kurz vorher in die Hand geschnitten, ne? Da hatte ich mir den Finger geschnitten. Ganz schlimm. Ich dachte erst, ich muss ins Krankenhaus hier. Das war ja richtig hier die Kurve fast ab. Ich hatte Pizza bestellt zu Hause und dann neu. Und dann ist meine Mutter aber noch zu mir heimgekommen. Das wollte ich noch sagen. Stimmt, siehst du? Das haben wir jetzt. Hast du es drauf? Ach so, das läuft ja. Das läuft ja drauf. Perfekt. Bülent Ceylan, mit dem war ich schon länger connected und haben uns praktisch immer mal verabredet. Dann war Corona und dann hat er aber jetzt wieder seine Tour gehabt und deswegen bin ich dann vorbeigegangen. Hat sich halt super gefreut, mich dann mal in echt zu treffen. Wie er gesagt hat, ey, das ist ein richtiger, echter Künstler, nicht wie ich, hat er gesagt. Fand ich witzig. Wörthersee war meine Ausstellung das zweite Jahr hintereinander von meiner Wiener Galerie, Galerie Hartinger. Und letztes Jahr hatten die das erste Mal in Wörthersee so eine Gruppenausstellung in so einem alten Casino irgendwie angemietet. Und dann haben sie das dieses Jahr im Sommer dann auch nochmal wiederholt sozusagen. Und da war ich dann auch wieder die Woche da, weil ich auch mit denen sehr gut befreundet bin. Liebe Grüße nach Wien. Da habe ich ja ausgestellt mit Warhol, mit Basquiat, mit Banksy. In Konstanz war ich dann auch noch mal. Das war auch sehr schön, auch mit den Leuten wieder da die zu treffen, weil mit denen bin ich auch mittlerweile über die Jahre bin ich ganz gut befreundet. Ne? Tag der Deutschen Einheit war für mich vorher einfach ein normaler Feiertag, wie viele andere auch. Und da hatte ich jetzt nicht so den krassen Bezug dazu vorher. Und deswegen hat es mich aber natürlich gefreut, dass mein Heimatbundesland Thüringen und die Staatskanzlei dann mich gefragt hat, ob ich dafür das Objekt, die 22, und zum Thema Zusammenwachsen gestalten kann. Und weil ich das ja sozusagen auch irgendwie lebe, ja praktisch diesen Übergang und das Zusammenwachsen auch selber in mir sozusagen. Und da ist es natürlich eine riesen Ehre und da freue ich mich immer noch. Und allen vielen Dank nochmal, dass es so ein cooles Projekt war. In Frankfurt hatte ich ja dann die andere Solo-Ausstellung noch, HAI Society. Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema für Frankfurt, fand ich das halt ganz gut. Das ist auf jeden Fall eine krasse Stadt, der auch Gegensätze natürlich. Ne? Und das hat sich da dann auch, glaube ich, im Titel, dann und in der Titelarbeit auch so ein bisschen wieder gespiegelt sozusagen. Das war eigentlich so der Aufhänger für die Ausstellung für mich dann. So. Ich habe jetzt wieder die für nächstes Jahr aktuell keine Ausstellung gerade. So, von daher, aber ich weiß ja, dass es dann immer wieder schnell gehen kann und deswegen aufregendes Jahr, aber auch mit Anstrengungen wieder. Ja, eigentlich, oh, jetzt bin ich ein bisschen froh, dass es vorbei ist auch.